Der Willisauer Sprüchliabend wird Ihnen präsentiert von folgenden Firmen. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird gerätscht und klatscht. Es ist wieder Sprüchliabend in der Willisauer Beizen. Telenapftele Zentralschweiz war dabei, auch dieses Jahr im neu eröffneten Gasthof Möhren. Hier sehen Sie es und hören Sie unerhörtes, witziges und geschämmiges, schier skandalös, seriös und anders. Fleissig haben die einzelnen Gruppen über das Jahr durch gesammelt, gedichtet und Versli geschmiedet und gerade jetzt wird es serviert. Viel Vergnügen am Willisauer Sprüchliabend 2016. Es begrüßt Sie der Werner Bürkli. Wir wünschen viel Vergnügen mit weiteren Gruppen. Der Chef hat mir noch versichert, sie haben für einen HP eine Sozialplanung gearbeitet, der wird jetzt auch arbeitslos, also könnt ihr also beruhigt sein. Die nächste Gruppe, Valentin, Mischa, die von der Lava. Bin ich sicher? Lava. Sie werden es sicher erklären. Mein Name ist Baumgartner von der Lava. Lava ist die Dienststelle für Landwirtschaft und Wald. Intern brauchen wir die Abkürzung Lava noch gern für unser Arbeitsmotto, das ja heisst, landwirtschaftliche Anträge werden grundsätzlich immer abgelehnt. Wie Sie vielleicht wissen, zahlt der Bund bei den Bauern für die Landschaftspflege Subventionen. Obstbäume pflanzen, traditionelle Heuhäufer auf dem Feld vergären oder Lattenzäune bauen. Für all das gibt es Geld. Unsere Aufgabe im Lava ist jetzt, die Lattenzäune zu kontrollieren und gleichzeitig unsere Dienststelle bei der Bevölkerung ein bisschen bekannt zu machen. Jetzt, dass sie sich das Ganze ein bisschen plastischer vorstellen können. Und einmal in live so eine korrekt gebaute Latte zu sehen. Habe ich meinen Lehrlingen etwas Kleines vorbereitet? Bub, du könntest jetzt reinkommen! Thank you.
wäre jetzt so ein Lattenzaun, ein Prachtsexemplar. Bub, sag Grüezi. Grüezi miteinander. Mein Name ist Richi und ich habe Lothar an den Füßen. Jetzt doch nicht so schwierig, Bub. Wissen Sie, weil die Luzerner Bauern im letzten Jahr sage und schreibe 25'000 Kilometer von diesen Lattenzäunen angebaut haben, müssen wir halt einiges am Weg zurücklegen. Das Tragische ist ja, dass die meisten Bauern nur so Zäune bauen, weil sie pro Meter Zaun 10 Franken Direktzahlung bekommen. Die Bauern sagen ja selber, dass der Käb noch in den Weg kommt. Stimmt, aber irgendwie müssen unsere Bauern ja auch noch leben können. Ja, schon. Aber nur weil man die Krankenkasse nicht an dem Spiegel würde zahlen, renne ich auch nicht gerade zum Doktor. Respekt vor unseren Bauernbuben! Ich habe grossen Respekt. Ich hätte ja eigentlich auch einen Lauf von Bauern. Du und Bauer? Wieso denn? Das ist ganz einfach. Weißt du, was macht der Bauer nach dem Mittagsschlaf? Nein. Zähne schauen. Das ist ein 200%-Job. Mähle, Misten, Mähen und jetzt noch Zäune, da hast du immer etwas zu tun. Ja, das haben sie halt davon, wenn sie sich keine Hilfe holen wollen. Der Bund will ja schon lange, dass sie sich Asylbewerber bei sich anstellen. Ja, das wäre mal etwas Sinnvolles und das würde beiden Parteien gut tun. Die in Bern oben das einfach viel zu schlecht vermarkten. Die brauchen den passenden Werbespruch. Und du hättest etwa so einen passenden Werbespruch? Ja. Stellst du an, eine auf der Flucht, musst du nichts zu Bauer ledig sucht. Also die richtigen Vollblut. Bauern, die gibt es ja heutzutage aber fast nicht mehr. Im Zeitalter, wo der Bauer als Landschaftsgärtner eingesetzt wird, muss man aber richtig innovativ sein. Stimmt. Man kann sich ein Beispiel nehmen am Freiwiesel. Der hat sich ein weiteres Standbein aufgebaut und hat ein Jahr das Gärtner gewirtet. Seine Hauptbeschäftigung als Trainer beim 3 hat er dann niedergelegt. Doch jetzt, wo er wieder Zeit hat, wollen sie ihn scheinbar nicht mehr als Trainer. Was? Der Wieso als Trainer abgesetzt? Das ist ein Skandal! Wir sagen, es soll sogar eine geheime Abstimmung gegeben haben. Es hat auch keiner getraut, sich öffentlich gegen Wieso zu stellen. Das ist ja verständlich. Aber du, Bub, müssen wir beim Wieso oben eigentlich auch noch die Latte kontrollieren? Der Zaun! Nein, er hat noch keinen. Aber wir munkeln ja, dass er wieso nur um an die Direktzahlung hinzukommen, einen Lattenzaun für seine Bibali bauen. Apropos Einnahmequelle. Chef, ich habe jetzt mein Ersparte in ein Solarpanel auf dem Dach von der HPS investiert. Sehr schön. Und was hast du für das Panel gezahlt, Bub? 680 Franken. Das rendiert besser als auf der Bank. Bub, bei wem hast du gelernt rechnen? Beim Häusler Dani und beim Puma. Das erklärt einiges. Noch geht's, Bub. Für dein Solarpanel kommst du im Jahr von der CKW etwa 44 Franken rüber. Das heisst, deine Investition in das Panel rendiert sich auf 16 Jahre. Ja eben, 16 Jahre.
Solange rechnet der Häusler und der Puma für den Verkauf vom alten Sporttruck. Und wenn wir schon bei den Fehlkalkulationen sind, unserem geliebten Pendo nebendran ist ja schlussendlich jetzt doch auch noch die Luft ausgegangen. Ja, mir ist gerade recht. Das ist auch nicht mehr zum Anschauen. Vor allem nur ein, zwei Stück im Regal. Also ich bin immer noch gerne in den Pango einkaufen. Da ist in mir immer so ein Feriengefühl aufgekommen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie auf meiner Studienreise auf der in der Sowjetunion. Jetzt kommt er wieder mit seiner Studienreise. Gut. Du hast doch letztes Mal beim Weihnachtsessen so eine wunderbare russische Volksweise aufgetragen. Auf deiner wunderbaren Balalaika da. Kannst du die noch? Ja, das ist glaube ich in Moll und passt zum traurigen Ende von Pam. Wie soll es auch dort jetzt noch weitergehen? Also ich hätte eine Idee. In C. Ne Pam wär noch zu haben jetzt, dort hätt is Platz für ne Autobahn-Raschette. Für jeden erschöpfte Geissburger, wo beim Lidl unten gekauft hat. Als Dienststelle für Landwirtschaft und Wald auch der Einsatz und der Haltung von unserem einheimischen Holz am Herzen liegt, so trifft uns natürlich jede mutwillige Zerstörung von unserem nationalen Baumaterial. Wir wollen ja der Polizei nicht reinfunken, ihren Ermittlungen zum Fall unter Türli. Aber wir möchten es nicht unterlassen, auch unsere Beobachtungen mitzuteilen einfach. Also, was man ja schon weiss, ist, dass der Peter Gianni da von der Optik und von der Uhr einer der ersten war am Tatort unter Tor. Kein Wunder. Wo der Gianni den Klapp gehört hat, hat er auch gemeint, es habe ihn wieder einen in den Hauseingang hineingeschissen. Warum könnte ich mir auf den Johnny als Täter vorstellen? Du bist verrückt, Messeier! Doch nicht der ehemalige Feuerwehrkommandant? Ja, eben gerade darum. Als alter Feuerwehrkommandant hätte er vielleicht testen, ob die Fusion mit der Feuerwehr noch etwas gebracht hat. Und dann ist ihm das Ganze ein bisschen aus Kontrolle geraten. Nein, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass es einer der Konkurrenten vom Untertürli war. Du meinst einen aus dem gleichen Segment? Genau, einer, der zu Willisau auch Pizza verkauft. Dann können wir eigentlich bald nur noch den Sternenbrunnen und den Leuenbärti ausschliessen. Ja, und hier im Möhren gibt es ja auch seit neuestem Pizza. Wie Sie wissen, was hätten denn echt die beiden neuen Pächter für ein Motiv gehabt, das Untertürli anzuzünden? Vielleicht haben sie es wollen eliminieren, weil es dort die schöne Gartenterrasse hat. Ja, und wie steht es denn mit dem Ringli Pizza-Kurier? Der ist vielleicht eifersüchtig, weil er gar keine Gartenterrasse vermacht. Ja, und dann wäre da noch die Frau da Fusco im Schlüssel. Die liebe Frau war es sicher nicht gewesen. Die hat nach dem Auftritt bei Minibates, Dinibates andere Brände zu löschen. Der bleibt noch der Menzo. Ah nein, da läuft's gut. Ja, wer könnte es denn sonst noch gewesen sein?
Ja, gibt es noch einen im Städtchen, der Pizza macht? Einen, der unzufrieden ist. Einer, der das Gefühl hat, dass immer alle gegen ihn sind. Einer, der für die Gäste nicht immer Feuer und Flamme ist. Einer, der meint, nur er sei der Hirsch auf dem Platz. So ein Augenzeugin, die ich gesehen habe, als sich jemand von dem Brandplatz entfernt hat und sich verhalten hat, als würde er sich sagen, hoffentlich fällst du nicht auf. Das ist der Abschnitt am Untertürli. All den Flammen zum Opfer gefallen ist die wunderbare Bierlasurdecke aus dem 19. Jahrhundert. Ja, nicht dumm, es hat beim Städtchen ein anderes Gebäude fast so schlimm getroffen gehabt. Einmal aussen. Ja, welches meinst du? Das neue Sigristenhaus. Gut, dem sagt man Denkmalschutz. Papperlapapp. Sind auch recht lang gehabt, bis sie passende Mieter gefunden haben. Jetzt ist immerhin jemand eingezogen. Stimmt, eine Bernerin und ein Deutscher. Aha. Und die Geheiratet sind sie auch? Ja klar, der Trauschein war sicher eine Voraussetzung, um in den Sicherstuhl zu kommen. Und die Wohnung haben jetzt über Comparis gefunden. Du weisst ja mehr über die als an deiner LAP. Sie hat Anfang Februar beim Luzerner Theater angefangen zu arbeiten. Und er ist, glaube ich, Tontechniker. Jetzt sag aber, wo kennst du die? Ja, ich finde alles auf Facebook. So, du bist also einer von denen in der Luzerner Verwaltung, die während der Arbeitszeit im Internet gehen und surfen. Ja, du musst dich informieren, oder? In ihrer neuen Wohnung haben sie übrigens schon ein Foto gemacht mit 3 Mitgliedern vom Killerrat. Und das ist auch in diesem feissen Buch. Nein, so Sachen finden wir heutzutage auch schon im Bett. Für den Fall, dass uns das geschätzte Ehepaar jetzt gerade zuhören, wir wissen, dass die 2900 Franken Mietzinsen ein Haufen Geld sind und könnten allenfalls ein bisschen Abhilfe schaffen. Genau, der Lustgarten in dem Haus würde eine natürliche Aufwertung gut tun. Bau sie doch dort so einen wunderbaren Latte zu. Und als Willkommensgruß möchten wir für das neue Sigristenhauspaar jetzt gerade noch eins anstimmen. Bub, das mal fröhlich in du. Chef, ich kann oben sehen. Das Sigristenhaus ist neu gestaltet. Doch etwas hat's, wo ein Mann. Als hätte ich da grad höchst persönlich. Jetzt wird die Fassade blant. Apropos Bauen und Planen. Ich habe gehört, Sie dürfen bald darüber abstimmen, ob Sie im Schloss Feld oben dürfen, das Puff bauen. Puh, bist du verrückt? Woher ist jetzt das wieder? Oder wenn du an der Gemeindeversammlung für ein Etablissement geworben mit dem Titel Bettsport. Gut, das wird, denke ich, die neue Sportlerunterkunft im Freizeitzentrum oben. Die heisst Bad Entsport. Sag, wo hast du gelernt lesen? Also Nachhilfe hatte ich beim Schallerseppi. Hey,
Ja, so, daher musst du also deinen Scharfsinn haben. Nur der Spotten, Chef. Das hat mir dann mit der gesamten Böttur-Reaktion der Meister gezeigt. Du meinst, weil seine Lesebriefe mehr Beachtung finden als so manche Leitartikel? Nein, die Geschichte vom Edelweiss-Hörmli-Verbot an der Schule, wo nachher in der ganzen Schweiz für Schlagzeilen gesorgt hat, die hat der Seppi in einem Leserbrief enthüllt. Der Seppi weiss halt immer, wo der Schule den Schuh drückt. Zum Beispiel hat er noch kritisiert, dass an der BDZ der Kopierapparat zu viel gebraucht werde. Wahrscheinlich wollte er einfach vorbeugen, dass seine Leserbriefe nicht kopiert werden. Als Anschauungsmaterial im Fach Rechtsschreibung. Ja, wie Sie vielleicht wissen, ist unsere Dienststelle Lava auch noch für die Fischer und für die Weidmänner zuständig. Hast du gewusst, was sich im Hinterland eine böse Jägerin umtreibt? Was für eine böse Jägerin? Sie heisst Emmy. Ist sie gewundert? So zu sagen, sie hat auch den Kunz-Isidor aus der Napfmilch AG verjagt. Und wenn wir schon bei den starken Frauen sind, da ist doch noch eine andere Berühmtheit da hinten daheim. Also ihre Sau hat die Kräutertricks dann nicht selber auf Grosslangen transportiert. Da hätte Willi müssen schleppen. Nein, Bub, ich meine nicht so stark. Ich meine, denk die neue starke Frau beim Böttu, Ramona Hodl, die herrscht ja jetzt dort über einen Verlag, Druck, digital und über einen Galli. Ja. Das erklärt einiges. Sie hat auch wegen Galli zuerst befohlen, er müsse das Zunftpräsidium abgeben und jetzt auch gerade noch verboten, dass er nächstes Jahr wieder an die Schnitzelbank gehen darf. Du meinst nach dem Motto, mehr schaffen statt steffen? Ein Trauerspiel ist das. Ja, und zu Ehren von diesen beiden wunderbaren Sprüchlern würden wir jetzt noch mal eins anstimmen. Bub, das mal in Moll. Chef, ich kann nur sehen. Wir singen jetzt vom Galli seiner Muse. Lotto, ruft jemand im Säli. Als Preis gibt's viel Gutes in einem Sack. Kann ich den umtauschen? Fragt jetzt der Gewinner. Ich heisse Schwägler Maggie und hab das selber eingepackt. Ich hätte, glaube ich, noch etwas müssen sagen. Was, Bub? Kommen wir im Büro etwa den Telenapf nicht mehr? Nein, überkommen wir ihn schon noch. Aber er hat letztes Jahr einen halben Tag nicht können senden. Ja, also auf den halben Tag kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, wenn es also alles 5 Wochen zu spät kommt. Ja, aber nein, ich meine, ich habe vorher beim Singen gemerkt, dass wir vergessen, unsere Parkour noch zu zahlen. Bub, hure Sie, ich bin verrückt. Wir müssen auf Wiedersehen miteinander. Die Reportagen über Willisauer Sprüchli oben hat nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön.